Willkommen zurück zu einer neuen außerirdischen Folge Destroy All Humans. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz galaktisch mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte außerirdische Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ja Leute, das Gewinnspiel ist vorbei. Es haben sich auch bis jetzt nur 2 Leute gemeldet. Einer fehlt also noch. Wenn die Person sich nicht zeitnah melden sollte, dann geht der Key an jemand anderes. Also schauen wir mal. Aber wie gesagt, ihr wurdet angeschrieben auf Discord, schaut da unbedingt rein und ansonsten geht's jetzt weiter. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Ganze mit einer kleinen Bewertung unterstützen würdet. Wir gehen in ein komplett neues Gebiet. Ich bin gespannt, was uns dort erwarten wird. Mit meinem supergeilen UFO. Verflucht erbärmliche Menschen! Ja! Gedanken schwummrig, Sicht verschwommen, Blase zum Bersten voll, muss zum Klo kommen. Oh, mein armes, schmerzendes Hirn, Crypto, du Idiot. Der erste Schritt ist, sich einzugestehen, dass man ein Problem hat. Bitte, bitte sag mir, dass ich hier allein bin. Oh, dank sei den Sternlappen. Aber wo im Weltall bin ich hier? Sieht aus wie eine Art primitives Labor, ein Käfig und Menschen. Ich werde gegen meinen Willen hier festgehalten und nicht auf die sexy Art und Weise. Sie haben mich angefasst. Ich fühle mich so schmutzig. Okay, okay, das ist genug. Ich haue hier ab. Sofort! Okay. Pox, kannst du mich hören? Nein? Ich würde jederzeit meinen moralischen Kompass gegen eine Stunde Zugang zur Leiche eines Außerirdischen eintauschen, wenn wir eine hätten. Achtung! Ey, Moment mal. Ja, ich will am Leben bleiben, Kumpel. Piraten? Ich verstehe den nicht. Ich verstehe den nicht. Piraten. Na, Kumpel, jetzt guckst du doof. Und weißt du, was ich mit dir machen werde? Ich werde dich einfach nur übernehmen. Tada! Dann werde ich dich übernehmen, weil du noch ein bisschen besser bist. Oh, können wir nicht, weil es Agenten sind. Ja, verflucht. Verflucht! Können sie nicht holoboppen? Gar nichts. Das war's mit meiner Tarnung. Moment. Okay, das zählt leider nicht. Oh, Crypto. Du bist noch am Leben? Natürlich bin ich noch am Leben. Es ist schon viel mehr als ein massives Schädeltrauma nötig, um mich auszuschalten. Hast du eine Ahnung, wie lange ich schon darauf warte, sowas in die Hände zu bekommen? Warte mal. Ich weiß. Meine Schwester und ich haben immer die Fortsetzungsfilme gesehen. Buck Rogers, Flash Gordon. Jeden Geburtstag habe ich um eine Strahlenpistole gebettelt. Aber es gab immer nur Kartoffeln. Bei mir war es Kohl. Du hast um Kohl gebettelt? Nein, Dummkopf, das gab es statt einer Strahlepistole. Ich würde jederzeit Kohl statt Kartoffeln nehmen. Genug mit dem Gemüse. Ich will eine Strahlenpistole. Sie studieren, den Verstand eines Außerirdischen nachvollziehen. Warum brauchen die nur so lange? Frag doch einen von diesen Agententypen. Von denen kriege ich Gänsehaut. Ich meine, Disziplin, schön und gut. Aber das ist ja wie mit einem Gemüsebeet reden. Schon wieder Gemüse. Reiß dich einfach zusammen. Die Strahlenpistole wird jeden Moment hier sein. Diese Gespräche, Alter. Aber die sind genial. Ich finde, das ist auch richtig gut vertont. Ich meine, das sind kleine Nebenfiguren. Und trotzdem haben die da viel draus gemacht. Eine Waffe. Sag mir, wie sie aussieht. Moment, ich muss erstmal Leute übernehmen. Ah, die waren alle irgendwie ein Jahr im Einsatz in Korea. So. Übernehme ich den.
Den alten Jimmy. Den alten Schuhputzer Jimmy. Wow! Als würde mich das kümmern. Nein, ich darf nicht auffliegen. Einen brauche ich noch. Aber wen nehme ich denn da? Wahrscheinlich den hier. So. Gut. Easy gehulubobbt. Dankeschön. Tarnung war umsonst. Kleines grünes Männchen! Nicht schon wieder! Farbenblinde Volltrottel! Stirb, Erbsenhirn! Hey, wo ist die? Was hast du mit meiner Munition gemacht, Affenjunge? Oh. So viel zum geplanten Blutbad. Ich schätze, ich muss mich wohl damit begnügen, dich Stück für Stück mit meinen bloßen Händen zu zerlegen, bis ich sie finde. Mit meinen bloßen Händen. Alter, das Game ist so ein Trash. Ich habe keine Muni. Okay, wo ist der Rest meiner Ausrüstung? Naja, wenn ich jetzt irgendwas zerlege, müsste ich doch eigentlich Munition bekommen. Aber aus irgendeinem Grund geht das nicht. Echt jetzt? Ich kann hier nichts zerlegen. Toll. Ich habe eine Waffe ohne Munition. Super. Einfach nur super. Ah. Ich sollte mal meinen Flachmann auffüllen. Ja, solltest du. Sollten wir beide. Flachmann wäre jetzt gut. Der Typ aus Green Bay fragt also, ob ich ein Fan von den Packers bin. Sag ich also, Packer? Ja, wenn die hier mit anpacken, gerne. Boah, ich bin beinahe enttarnt. Schnell. Warum tragen Dockarbeiter alle diese komischen Mützen? Ich fühle mich damit wie ein kommunistischer Beatnik. Ein kommunistischer Beatnik? Ich hoffe, dass Lorraine bei der Hochzeit nicht das von mir und ihrer Schwester herausfindet. Junge, was die für eine Sahneschnitte war. Alles klar, Mann. Wie geht es deinem Schiff? Keine Ahnung. Die Menschen müssen dein Schiff geborgen haben. Ich hab Munition, Baby. Ich hab Munition. Moment, die Menschen haben mein Schiff geborgen? Klar haben die das geborgen. Warum schaut Joe mich ständig an? Er kann es nicht wissen, oder? Jimmy, ich glaube, Joe weiß es. Ich will jetzt keine Angst einjagen, aber Joe weiß es. Oh, Moment, nein! Nein! Hör doch auf! Boah, jetzt kann ich aufhören. Ja, ich habe mich verdrückt. Ja, Pox, ich habe mich verdrückt. Und dann konnte ich es nicht mehr beenden. Dann war es so, wie es eben nun mal war. Die Menschen müssen dein Schiff geborgen haben. Okay, warum lande ich hier oben? Why, baby? Okay, hier ist irgendwas. Wie komme ich denn da hin? Hochfliegen. Scanner Arbeiter nach Hinweisen. Ach, da oben ist ein Arbeiter. Okay, jetzt erstmal hier durch. Also, du, Kumpel. Ich kann einen frohen Jetpack in der Nähe ausmachen. Du wirst es für deine weitere Suche brauchen. So, kein Gehirnschmelzen. Bitte. Nur Scan. Lauter Schläger hier in letzter Zeit. Können ja wohl kaum Kommunisten sein hier in Uniontown. Oder doch? Gut, diese Information wird uns zu deinem Schiff führen. Scanne mehr Arbeiter. Das Problem, hier komme ich wahrscheinlich nicht rein, wenn ich keinen Military Shit am Start habe, oder? Da ist mein Jetpack. Na, geht da mal gucken. Wenn ich nicht bald jemanden erschießen darf, drehe ich noch durch. Schaut mich irgendjemand an, weil dann würde ich jetzt den Soldaten ganz schnell übernehmen. So, ich bin nur ein Soldat. Alles easy. Alles gut. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Guck mal, so geht das. So macht man das. Hey. Hey, er hat mir meine Mütze runtergeschubst. Böser Mann. Oh Mann, ich würde gerne ein paar Köpfe zusammenschlagen. Ein bisschen Dampf ablassen. Da sind wir schon zwei, Kumpel. Schädelmanschen. Was zur Hölle ist denn in diesen Armeekisten, die sie von Monroe Island rüberbringen?
Da ist ja nichts außer dieses alte verlassene Fort. Oder etwa doch? Insel in der Nähe abgestürzt. Hervorragend. Scanne weiter die Arbeiter. Tja, einer der Arbeiter scheint wohl dort oben zu sein. Und ich glaube, da kommen wir nur mit dem Jato Pecco hin. Das bedeutet, ich muss mich entbobben. Kann man sich irgendwie entbobben? Nun, ich bin gleich entbobbt, so oder so. Noch ein bisschen. Mit der Waffe will ich halt nicht schießen. Du gehst tanzen. Oder irgend sowas in die Richtung. Schaut mal, Leute, da tanzt ein Idiot. Komm schon. Verliert die Bobfähigkeit. Ich habe eine zu gute Bobfähigkeit mittlerweile. Redest du mit mir? Ich rede mit dir, ja. Marilyn, 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 oh verdammt, ich sollte das Losungswort besser nicht vergessen, sonst lassen sie mich nie auf das Boot. Die menschliche Militärindustrie verwendet offenbar ein Wasserschiff für den Transport zur Insel und von hier weg. Du kannst es vielleicht ebenfalls nutzen, um zur Insel zu kommen. Na gut, let's do this. Ey, immer wenn ich das hier so spiele, diese Stealth-Abschnitte, muss ich so ein bisschen an Hitman denken. Und da bekomme ich richtig Bock auf Hitman. Aber, ich weiß nicht, mir hat das letzte Hitman, was mir halt richtig Spaß gemacht hat, war Absolution. Ist einfach gut. Okay, warte, ich muss jemanden zum Tanzen bringen. Gedanken schnell, Gedanken, Gedanken, Gedanken. Die Offiziere reißen mir immer den Hintern auf. Mistkerle. Und. Warte. Holoboppen. So. Das bedeutet, ich kann hier hin. Ohne die nötigen Papiere bringe ich dich nirgendwo hin. Oh Gott, Jane Russell. Marilyn. Marilyn, bringst du mich jetzt zur Insel? Das ist mal ein Wort. Willkommen an Bord, Soldat. Was auch immer. Was auch immer, Freunde. Dein Schiff muss irgendwo in der Nähe abgestürzt sein, aber sei vorsichtig. Auf der Insel dürfte es vor einem menschlichen Krieger nur so wimmeln. Verdammt, Rocco, nenn mich nicht Gary, wenn ich Dienst habe. Es ist Soldat Palowski. Soldat Palowski? Ich bin kein Gary, Rocco. Roccos modernes Leben. Moment. Nicht hier. Wir müssen vorsichtig sein. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Und so allein. Meine Güte, spielt doch jemand mit ihm. Die Menschen transportieren dein Schiff ab. Du musst einen Weg finden, es frei zu bekommen. Wie kriegen wir das frei? Du da! Niedere Menschenkreatur! Affenwesen! Mit Schnurrbart. Geil, Mann. Wie er einfach nur im Dreck liegt. Warum ist er gestorben? Er liegt einfach nur im Schlamm. Irgendwas stimmt mit dem Schiff nicht. Ich kann nicht abheben. Die Menschen haben die Energiezellen aus dem Maschinenkern des Schiffs entfernt. Ich habe die Strahlungssignatur der Energiezellen auf einem menschlichen Wassertransportfahrzeug in deiner Nähe ausmachen können. Oh, verdammt, das gibt's doch nicht. Diese primitiven Affen müssen an allem rumspielen. Ah, hier ist ein Agent. So, warte. Ich habe ein Gewehr und sie heißt Sue. Alles klar.
Alles klar, Mr. Full Metal Jacket. So, das hier müssen wir mitnehmen. Und den hier müssen wir untersuchen. Ich lebe für die Furonenjagd. Und hin und wieder ein politisches Attentat. Aber darüber rede ich nicht gerne. Naja, man muss Hobbys haben, ne? Man muss Hobbys haben. Okay, hier sind sehr viele böse Agenten. Aber wir fetzen hier mal durch. Achtung, Vorsicht. Ich muss schon wieder Hoover Bericht erstatten. Oh Gott, hoffentlich trägt er diesmal Hosen. War Hoover wirklich so? Oh, ich muss Agenten noch ertränken. Huh. Darf ich denn... Entweder ich hab's jetzt hart versaut oder alles gut. Ich meine, ich habe ja Waffen und alles. Weil das würde einiges erleichtern, wenn ich hier randalieren darf. Dann ertränke ich Agenten. Alles klar, wir dürfen Terror machen. Finde ich gut. So, weg. Tschüss. 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 Wo sind die Agenten? Agenten! Da ist einer. Alles klar, der hat gezählt. Okay. So gefällt mir das schon viel besser. Der Mann, der immer irgendwelche Dörfer in Korea vernichtet hat. Komm schon. Yes. So, hier muss irgendwo ein Agent sein. Ich hab keine Ahnung, wo. Agent. Wo ist der Dude? Wo ist der Dude? Alter, da unten kommen sie, ne? Oh, hier ist einer. Alter, hau das Ding doch weg! Oh, ist der Agent wahrscheinlich tot. Ja, der zählt jetzt nicht. Ah, so ein Dreck. Du bist am Ende! Bei allem, was heilig ist, was muss ich tun, um ein wenig Wasser zu kriegen? Bitte Erlaubnis, mich einfach ins Meer springen, Dude. Einfach ins Meer springen. Ist nicht so schwierig, Alter. So, easy going. Hauen wir mal den weg. Allem, was heilig ist, was muss ich tun, um ein wenig Wasser... Bitte um Erlaubnis. Hey, sind hier wirklich keine Agenten mehr? Kommt vielleicht neue Agenten irgendwann? Autsch. Ein Kleinwüchsiger! Ein Kleinwüchsiger! Ein Aufstellischer! Angriff! Das kann doch nicht sein, dass hier keine sind. Ah, meine Waffen gehen hier nicht. Aber mein Verstand, der geht noch. Ich finde echt keine Agenten. Oh no! Ja, ich kann dich hochheben, Dude. Ich bin mittlerweile richtig krank. Weil die Mission würde ich schon ganz gerne komplett mit allen Sternen machen. Weil wir halt hier schon so weit sind. Ja, vielleicht sind ja da hinten noch welche auf dem Schiff. Aber hier scheint echt keiner mehr rumzulungern. Alles getötet, alles vernichtet. Ein Agent habe ich, zumindest habe ich es mitbekommen, habe ich pulverisiert. Okay, hier sind noch welche. Hey. Tschüss. Alles klar, der zählt. Hier sind zwei und dann brauche ich noch einen. Du hast dich mit dem Falschen, das alles, was... Warte, erst hier hin. Dann hier hin. Alle haben Spaß. Und tschüss, mein Freund. Und also tschüss. Himmel, er ist wunderschön. Ich bin wunderschön, ja. Oh. Hey, Freddy. Ich lass dich am Leben. Freddy ist in Ordnung. Da habe ich mir wohl was eingebildet. Hilfe! Aber Jimmy nicht. Was muss ich tun? So, wo ist das letzte Teil hier drüben? Alter, jetzt haben die irgendwelche Alien-Waffen. What? Wie viel Damage das macht? Will mir keiner etwas Wasser holen? Alter, wie viel Damage das macht? Oh, gib mir. Du hast es geschafft, Crypto. Du hast die für den Start nötigen Energiezellen eingesammelt. Kehre sofort zu deinem Schiff zurück. Küss meinen Rotkopf. Oh nein! Es glückt!
So, geben die mehr? Ist das super hier? Die geben 50. Grillen lecker. Grillen lecker. Mutanten mögen alles zerstören. Jut, Friendos, jut. Leider ist die Folge aber auch schon wieder rum. Wir sehen uns wieder in der nächsten zerstörerischen Folge. Achtung! Aufs Meer mit dir. Lasst eine Bewertung da, checkt unbedingt euren Discord wegen dem Gewinnspiel. Bis zum nächsten Mal. Danke für den Support und tschüss!